Es ist die Top-Partie am heutigen Tage in diesem Wettbewerb. Es ist das Spiel, das sich kein Fußballfan entgehen lassen darf. Regen war angekündigt und das hat sich auch so bewahrheitet. Ich begrüße Sie herzlich zu dieser Partie. Ihre Kommentatoren heißen wie üblich Wolfuß und Frank Buschmann. Uns erwartet hier heute ein Gruppenspiel aus der UEFA Champions League. Könnte ein klasse Spiel werden. Spiel 1 also in der UEFA Champions League. Spannende Sache, Wolf. Wie kommt man rein? Wo führt der Weg hin? Die Erwartungen sind enorm. Bei den Fans wie beim Club keine leichte Aufgabe. Hier ist die Aufstellung. So spielt die Heimmannschaft heute. Also die Richtung dürfte bei der Formation heute klar sein. Geht er rein? Völlig ohne Probleme kann er hier das Tor verhindern. Paulinho. Alenia. Misslungener Pass. Da hat schon ein wenig die Präzision gefehlt. Sauber vom Ball getrennt hier. Klasse Einsatz. Das gibt Einwurf. Der Vorstoß in die Mitte jetzt. Ja, könnte was werden. Was macht er draus? Und damit ist der Ball weg. Da wäre jetzt viel Platz für einen Konter. Klasse Pass. Aus dem Angriff haben sie nichts gemacht. Super dieses Zuspiel. Den Ball spielt er gut. Ganz knappe Nummer. Ich weiß nicht, ob das nicht doch gleiche Höhe war. Alles richtig gemacht vom Unparteiischen. Erster Vorteil, jetzt doch noch verspätet gelb. Ja, macht er gut. Genauso musst du in der Situation reagieren. Die Mitspieler kommen ihm zu Hilfe. Jetzt der Ballverlust. Klasse Pass. Ganz stark gemacht. Das gibt eine gute Gelegenheit. Da hatte er die große Gelegenheit, aber der Torwart ist da. Gut aufgepasst vom Keeper. Eine tolle Parade. Gute Aktion. Ball kam gut, aber erstmal ist die Gefahr bereinigt. Auf ihn sollten wir heute besonders achten. Und auf ihn werden Sie bestimmt gesondert achten. Sollten Sie auch, angesichts der vier Treffer, die ihm in den letzten... Schönes Zuspiel hier. Da geht die Fahne hoch. Also, ach, das würde ich mir gerne in der Wiederholung nochmal anschauen. Man wundert sich immer noch so ein klein wenig, wo er da eigentlich spielt im Moment. Denn seine angestammte Position ist ja eine andere. Schöner Versuch. Da hat nicht viel gefehlt. Guter Distanzschuss. Kerem Hatsunodoi. In den freien Raum. Da kommt der Steilpass. So, da ist die Führung absolut verdient, oder? Ja, es machen sie gut, setzen ihr Konzept straight um. Nur die Tore haben bisher gefehlt, aber das hat ja jetzt funktioniert. Unhaltbar dieser Schuss mit dem Vollspann. Hart, enorm druckvoll. So, da hätten wir also das 1:0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Sie verlieren den Ball. Paulinho. Sieht gefährlich aus. Der Ball erstmal raus. Gut gemacht. Paulinho. Kann er was draus machen? Schuss kommt nicht durch. Bleibt nicht viel. Gute Freistoßposition. Das ist eine gute Chance. Freistoß jetzt, vielleicht ist das die Chance. Was macht er draus? Der Abwehrspieler hat den Ball klasse geblockt. Klasse da, wie sie die Räume zustellen. Das gibt Einwurf. Und nun Laporte. Alenia.
Macht er gut. Yilmaz. Wichtig, dass er da eingreift. Ja, sonst hätte es richtig gefährlich werden können. Er hechtet dahin, lässt nichts anbrennen. Sie können nicht klären, sind weiter im Bedrängnis. Der Schuss war gefährlich, aber der Spieler blockt ihn richtig gut. Ja, schöne Aktion. Gut dazwischen gegangen. Alenia. Na, jetzt müssen Sie aufpassen. Jetzt wird's gefährlich. Er schießt. Da ist er aufmerksam. Gut vom Torwart. Ecke hier, das kann natürlich gefährlich werden. Ecke in die Mitte. Erstmal geklärt. Kerem Hatznodoui. Klasse Pass. Klasse, wie er das macht. Holt sich den Ball. Druck ist im Moment enorm hoch. Da verlieren sie den Ball. Josip Mišić. Sie holen sich den Ball. Jetzt der Ballverlust. Paulinho. Ja, könnte was werden. Toller Pass. Und die Situation ist wieder bereinigt. Ja, jetzt können sie gleich den Ball einwerfen. Kerem Hatznodoui. Paulinho. Mit dem Ball am Fuß. Jetzt der Versuch. Der Abwehrspieler wirft sich in den Schuss. Ah, er kann klären. Alenia. Gute Aktion. Paulinho. Alenia. Und da ist der Ball wieder weg. Ja, da wissen sie nicht mehr, wohin mit dem Ball. Einwurf. Sieht gefährlich aus. Jetzt sind sie am Ball. Die Nachspielzeit ist eingeblendet. 2 Minuten gibt er den Teams noch. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Das Tor sorgt hier erstmal für klare Verhältnisse. Und mit dieser Führung im Rücken, da können sie jetzt ihr Spiel aufziehen. Klasse, wie er sich hier durchgesetzt hat, Buschi. Dabei haben sie ihn ja ganz schön unter Druck gesetzt. ...2-0 steht es hier. Sie machen einen guten Eindruck. Gute erste Hälfte. Sie liegen mit 2-0 in Front. Und nach der Pause müssen sie einfach so weitermachen. Richtig gute Partie heute von ihm. Der macht da vorne im Sturm mächtig Alarm. Und einmal hat der Ball ja auch schon gepasst. Der Ball rollt, die zweite Hälfte läuft. Ahnt hier diesen Pass, weg ist der Ball. Was macht er draus? Macht er gut. Den setzt er zu hoch an, der geht rüber. Mit viel Auge holen sie sich da den Ball. Klasse. Kurz die Einblendung. So geht's für die Gäste in der Premier League weiter. Josip Mišić. Oh, das sah vielversprechend aus. Er wird also in Zukunft für den VfL Wolfsburg auflaufen. Ein echter Kuhwolf, wenn du mich fragst. Alle Beteiligten dürfen froh sein, dass es jetzt zu einer Einigung gekommen ist. Sie versuchen es. Der Schuss war gefährlich, aber der Spieler blockt ihn richtig gut. Kerem Hatznodoui. Jetzt wird's gefährlich. Und jetzt die Chance. Yilmaz. Und das Tor.
Und den Treffer erzielt er trotz Gegenwehr der Verteidigung. Sehr gut gemacht. Sie waren dran an ihm, aber das hat nicht gereicht. Der erste Treffer hat ihn wohl beflügelt. Das ist hier schon der zweite. Sie dominieren die Partie nach Belieben und das drückt sich mittlerweile auch am Spielstand aus. Gefährlich! Und es geht mit Abstoß weiter. Also ich möchte heute nicht in der Haut der Spieler stecken. Der Regen hört nicht auf. Hoffentlich hält der Platz es aus. Ja, die Akteure sind auf keinen Fall zu beneiden. Der Platz kann das ab. Dank der Drainagen heutzutage sind die Schlammschlachten von früher ja selten geworden. Sauberes Tackling und so haben sie jetzt Ballbesitz. Mit seinem Einsatz verhindert er, dass der Schuss aufs Tor geht. Das war nicht zwingend genug, den hält er sicher. Geht gut dazwischen, weg ist der Ball. Auch das war wieder ein exzellentes Zuspiel. Josip Mišić. Die Mitspieler kommen ihm zu Hilfe. Der Angriff könnte was werden. Er war gelb vorbelastet und wird jetzt ausgewechselt. Eine sinnvolle Entscheidung, wie ich finde. Ja, auf jeden Fall, Wolf. Er konnte ja gar nicht mehr voll in die Zweikämpfe gehen, ohne die Gelb-Rote zu riskieren. Da ist jetzt Platz. Klasse Pass. Jetzt könnte er die Flanke in den Strafraum bringen. So, erstmal geklärt nach dieser Hereingabe. Sieht gefährlich aus. Und jetzt ist der Ball erstmal raus. Kann er was draus machen? Und die Chance ist vorbei. Er wirft sich in den Schuss. Geht's um Fernandes. Ganz stark abgeblockt. Wieder einmal. Er ist heute hellwach. Den Ball erwischt er gar nicht gut. Und so ist der Schuss natürlich überhaupt kein Problem für den Torhüter. 20 Minuten haben wir noch auf der Uhr. Mal sehen, was sich noch tut. Yilmaz. Guter Vorstoß. Kann was werden. Jetzt ist es gefährlich. Er stellt den Körper rein und kann den Schuss blocken. Ecke kommt. Und es gibt Einwurf, der Ball war draußen. Es gibt den nächsten Einwurf. Alenia. Der Pass kommt an, da ist er heute extrem sicher. Na, jetzt müssen Sie aufpassen. Alenia. Ganz energisch. Den Zweikampf führt er gut, jetzt hat er den Ball. Das könnte was werden jetzt. Da kommt der Schuss. Was für ein Tor! Er ist einfach der beste Mann auf dem Platz. 3 Tore, eine Weltklasseleistung. Das ist eine beruhigende Führung für Sie. Einseitige Nummer, die man so vorher allerdings auch erwarten konnte, Buschi. Ja, im Grunde schon, klar. Manchmal können auch vermeintlich schwächere Teams überraschen. Aber wenn da nicht viele Umstände zusammenkommen, sollten sich die Favoriten, so wie heute, dann doch durchsetzen.
8 Minuten jetzt noch. Macht er gut. Ja, könnte was werden. Abwehr hat aufgepasst. Jetzt Laporte. Paulinho. Schuss kommt nicht durch. Jetzt der Ballverlust. Super Zweikampf, den Ball hat er. Laporte ist da. Gefährlich! Die Chance jetzt. Locker vom Torhüter, der Ball war harmlos. Da kommt die Tafel, 2 Minuten Nachschlag. Super dieses Zuspiel. Ganz enge Geschichte. Beide gehen zum Ball und dann hat der Keeper auch ein wenig Glück, dass es gut geht. So, das ist der Schlusspfiff in diesem Spiel. In diesem so erfolgreichen Spiel. Das ist der erhoffte tolle Start. Sieg in Spiel 1, zufriedene Mienen, egal wohin man guckt. Auf diesem Ding können Sie aufbauen.